das Beste, was die königliche Warmblutzucht der Niederlande hier genetisch zu bieten hat, manifestiert sich in diesem bedeutenden Vererber. Die Welt steht ihm offen. Der Grand Prix-Sport kann kommen. Er ist bei uns, der Doppelweltmeister Astrix. Liebe Emmelie Scholtens, halt dich fest, denn einen kleinen Willkommens- und Zwischenapplaus bekommst du jetzt. Unsere niederländischen Freunde haben nicht nur tolle Pferde, auch tolle Reiter. Ein Glückwunsch auch an dich, Emmelie. Ich habe den auf der Weltmeisterschaft gesehen, 5- und 6-jährig. Beide die Weiterentwicklung, super. Und neben mir steht das Besitzer-Ehepaar Perlee, den ich auch nur gratulieren kann zu dem tollen Pferd und zu der tollen Arbeit, die ihr damit zu Hause macht. Ich bin mal bei euch gewesen, das ist der Liebling des Hauses. Und ich kann nur gratulieren, dass das in Kooperation auch so funktioniert mit der Reiterin. Und ich hoffe, dass wir auch wirklich genügend Sperma von ihm verkaufen können. Toll, dieser Schritt, diese Nerven, die dieses Pferd hat. Keiner schlafe heute Nacht als diese schöne Melodie. Für diesen lackschwarzen Edelknaben, den wir jetzt auf sein letztes großes Defilé heute Abend hier schicken. Vorsichtig wollen wir die beiden begleiten. Emmelie, vielen, vielen Dank. Das war die Audienz des Astrix. Feiert ihn! Noch mehr und wollen verabschieden. Emmelie, vielen, vielen Dank! Dankeschön, Astrix. Dankeschön, Emmelie Scholtens.
Emmelie, ich danke dir. Genau das, da war ich sofort beeindruckt auf dem, ich glaube, das war der Galaabend hier. Da haben die Leute geklatscht. Die sind Mitteltrapp zum Mittelpunkt geritten und ist im Schritt rausgeritten. Ich denke, das war ein tolles Bild, das muss nochmal wiederholen, das kann man nicht programmieren. Aber du bist eine tolle Reiterin. Gratuliere und ich hoffe, dass wir durch diese neue, andere Genetik unsere Blutvielfalt hier in Oldenburg auch auffrischen und verbessern können. Ich kann mir gut vorstellen, dass ja auch viele, viele unserer hochmodernen Oldenburger und Hannoveraner, egal welche Brände es in unsere modernen deutschen Pferde passt. Danke, Emmelie, und nachher trinkt ihr beide nochmal schön ein. Ich glaube, in Holland ist es noch kälter. Sie will bleiben. Nee. Jetzt gibt es noch eine Applaussalve. Das war Spitzensuperklasse. Dankeschön. Meine Damen und Herren, bleiben Sie auf Ihren Plätzen, denn ein ganz besonderer Moment steht uns jetzt bevor.